der Helene-Lange Realschule. Kommen Sie mit, wir zeigen Ihnen unsere Schule. Es gibt ca. 650 Schüler und Schülerinnen und 50 Lehrkräfte. Wir haben zwei Gebäude mit Nebengebäuden. Ein Gebäude ist für die 5er und 6er. Wir haben ungefähr 3 Schulhöfe. 2 für die 5er und 6er, einen großen für 7. bis 10. Wir haben 2 Turnhallen und eine Aula. Ist für die 7-Klässler, 8-Klässler, 9-Klässler und 10-Klässler geeignet. Wir haben 3 Tischtennisplatten, einen Basketballkorb, ebenfalls auch noch den Waldgarten für die Leute, die Natur mögen. Und zu guter Letzt haben wir die neu gestaltete Pausenhalle. Ich finde an der Helene Lange Realschule voll gut, dass man hier Spiele ausleihen hat. Man hat richtig viel Platz zum Spielen und man hat richtig Wir haben 2 Schulhöfe für die 5er und 6er Klassen, ein Klettergerüst, ein Fußballbereich, wir haben Tischtennisplatten und eine Spieleausleihe. Dort gibt es Seile, Stelzen, Bälle, es gibt vieles dort und wir gestalten gerne unsere Schulhöfe. Wir sitzen hier gerade im Chemieraum, es gibt noch ganz viele andere Fachräume wie Naturwissenschaft. Es gibt 2 Informatikräume und 1 Physikraum. Wir haben einen Biologieraum, einen Musikraum und einen Spanischraum. Wir haben ein Beratungszimmer und einen Streitschlichterraum. Wir haben ein Sanitätszimmer und einen Schulgarten. Wir haben um 7:45 Uhr, also da könnte man eigentlich in die Klasse, und um 8 Uhr beginnt der Unterricht. Um 13:25 Uhr haben wir Schulschluss und wir haben 90 Minuten Doppelstunden. Ich finde das hier in der Helene-Lange-Realschule schön, weil wir viele neue Fächer haben. Die Hauptfächer in der Helene-Lange-Realschule sind Deutsch, Mathe und Englisch. Die Fächer aus der Grundschule sind bei uns Religion, Musik, Kunst und Sport. Dann gibt es statt Sachunterricht bei uns Erdkunde. Dann haben wir noch Biologie, Physik, Chemie, Politik, das ist bei uns der Klassenrat, noch Geschichte und Schwimmen. Ich finde es toll, dass wir immer noch Schwimmen haben, weil das Schwimmen macht hier sehr viel Spaß. In 5. Klasse haben wir Förderdeutsch. Wir haben 90 Minuten Förder, also das sind 2 Schulstunden. In anderen Klassen gibt es noch Mathematikförder und Englischförder. Schüler helfen Schüler und unterstützen beim Lehren. Ich finde es gut an der Helene-Lange-Schule, dass wir hier so nette Lehrer haben. Die Helene-Lange-Realschule ist eine Schule, die Inklusion lebt. Es gibt über 60 Inklusionskinder hier. Sie werden von 4 Sonderpädagoginnen unterstützt. Sie haben sogar eigene Räume. In einem davon ist eine Küche. Wir haben 2 Informatikräume bzw. 2 Computerräume. Wir arbeiten auch oft an den Computern. Und wir dürfen auch oft unser Smartphone für die Arbeit benutzen. Hier an der Schule haben wir viele iPads. Oft machen wir auch Projekte mit denen, zum Beispiel ein eigenes Englischbuch zusammenstellen. Auf der Helene Lange Realschule hat man eine Wahlpflicht, hat man Wahlpflichtfächer. In diesem Wahlpflichtfächer schreibt man Klassenarbeiten und sie sind folgendes: Informatik, Sport und Gesundheit, Biologie, Spanisch und Französisch. Sie sind genauso wichtig wie Hauptfächer. Ich habe das Kursfach Sport und Gesundheit gewählt. Da habe ich 2-mal die Woche Kurs. Beim ersten Mal machen wir Theorie und beim zweiten Mal gehen wir in die Halle oder raus. Wir machen auch so trendy Sportarten wie Fußball, Parkour oder Basketball. In der 9. Klasse machen wir eine Kursfahrt und da gehen wir Windsurfen. In Informatik lernen wir über PC, was in einem PC drin ist, welche Geräte es enthält und wie man daran arbeitet. In Französisch und Spanisch werden Kursfahrten gemacht nach Paris und nach Barcelona.
Ich finde es schön, dass man hier sehr viel Freude hat und viel unternimmt. Wir machen auch Ausflüge, zum Beispiel in die Kruger, in den Trampolinpark, ins Kino, in eine Kletterhalle oder ins Museum. Aber wir machen auch Veranstaltungen wie die Halloween-Party und die Karnevalsparty. Wir nehmen an vielen Wettbewerben teil, zum Beispiel an den Vorlesewettbewerben von Deutsch und Englisch. In Mathe nehmen wir am Pangea- und Känguru-Wettbewerb teil. Der Wettbewerb, der heißt Be Smart, Don't Starve. Das ist ein Projekt gegen Rauchen. Dann haben wir noch einen Wettbewerb von Englisch, der heißt Big Challenge. Wir, die Helene Realschule, sind eine Europaschule. Das heißt, wir bieten viele verschiedene Auslandsprojekte an und viele Fremdsprachen. Die erste Fremdsprache ist Englisch. Danach haben wir noch zwei andere Fremdsprachen, wie Französisch und Spanisch. Es können auch zu uns viele Sprachassistenten zu Besuch kommen. Wir bieten auch für die Klassen 9 und 10 eine Fahrt nach London. Und in Klasse 7 haben wir einen Vorlesewettbewerb in Englisch. Es ist bei uns möglich, ein Auslandspraktikum in Spanien zu machen und andere Länder mit dem Erasmus-Plus-Projekt zu besuchen. Wir sind eine Schule der Zukunft. Uns ist Nachhaltigkeit wichtig. Wir haben einen Waldgarten und einen Schulgarten. Wir haben eine Garten-AG, die sich um die Pflanzen kümmert. Wir Schüler haben eine Schulfirma gegründet, die fährt wunderbar. Da verkaufen wir Sachen, zum Beispiel Schokolade oder Hefte, die fair gehandelt worden sind. Ich finde die Helene Lange Realschule sehr gut. Für mich bietet sie sehr viele Möglichkeiten an. An unserer Schule ist es wichtig, dass wir freundlich und respektvoll miteinander umgehen. Wir haben auch den Klassenrat, das ist unser Klassenratsbuch, da besprechen wir Probleme, die schreiben wir da rein. Dann besprechen wir den Klassenrat und dann machen wir auch noch eine positive Runde, da besprechen wir, was uns in der Woche gut gefallen hat. Wir haben eine Vorversammlung, da gehen alle Klassen, die in eine Jahrgangsstufe hingehen. Wir haben Streitschlichter, dort gehen wir hin, wenn wir Streit haben und sie lösen unsere Probleme. Wir haben einen Sanitätsdienst, dort helfen die uns, wenn wir uns verletzt haben. Zur Betreuung. Danach essen wir als erstes in der Mensa. Danach gehen wir hoch zur Hausaufgabenbetreuung und machen unsere Aufgaben. Wenn wir fertig damit sind, das endet so um 14.40 Uhr. Danach gehen wir raus und spielen noch was. Bis 15.25 Uhr. Ja. Der Helene Lange Realschule gefällt mir so, dass man herzlich aufgenommen wird. Man kann mit jedem über alles reden. Die Fachlehrer und die Fächer sind cool. Was ich an unserer Schule besonders mag, das ist die Vielfalt an Menschen, die hier zusammenkommt. Menschen aus verschiedenen Kulturen, mit verschiedenen Muttersprachen und alle wirken daran gemeinsam mit, dass wir hier eine gute Schulgemeinschaft werden. Wir sind so bunt wie auch unser ganzer Stadtteil Essen-Steele. Was ich an dieser Schule besonders mag, ist das ganze Team. Die Kolleginnen und Kollegen, Hausmeister, Sekretärin, Putzkolonnen, Schülerinnen und Schüler, Eltern, alle, die mit anpacken, gemeinsam Zukunft gestalten wollen, Zukunft eröffnen wollen und gemeinsam vorankommen. Dazu gehen wir neue Wege. Das fasziniert mich, das bereichert uns.